Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde meines Let's Plays. Mein Name ist Njomen und ich fahre heute mal wieder auf meinem zweiten Account, dem guten MacBeef, mit Jebu zusammen, den Tier 7er Tank Destroyer, die Super Hellcat. Wie schon anfangs erwähnt, ja, Super Hellcat muss ich halt fahren oder habe ich gefahren, weil ich in dem Rekrutierungsprogramm damit drin bin und da einfach entsprechend viel Punkte sammeln wollte, um mir einen Premium Tier 8er Tank auf meinem Hauptaccount freizuschalten und hier einen Premium Tier 7er. Die Iso 12244 ist es hier auf dem Account geworden und auf dem anderen Account ist es der Jagdtiger 88 geworden. So, und jetzt entscheide ich mich hier am Anfang erstmal mit Jebo die rechte Flanke ein bisschen zu bedienen. Und dazu fahre ich hier in den relativ offensiven Busch, immer im Bewusstsein, dass wenn ich schieße, ich sofort gespottet werden kann und entsprechend mir über meinen Rückweg schon mal einen Kopf mache, ja. Und jetzt sehe ich den AMX 1390 da hochfahren, der sich da unten in einen sehr guten Spotting-Busch reinsetzt. Den benutze ich auch sehr gerne, weil man da wirklich zubleibt, wenn der Gegner kommt. Und hier aim ich jetzt eine Stelle ab, die ich persönlich auch meistens anfahren würde, weil die eigentlich wirklich ganz geil ist auf der gegenüberliegenden Seite. Aber falls da jemand so deppert ist zu schießen, würde ich ihm hier eine dann mitgeben. So, jetzt ist der WZ gespottet. Und da unterschätze ich immer ein bisschen die Wache. Also die Super Hellcat. Ja, da seht ihr den Kollegen. Hat wirklich eine sehr, sehr langsame Schussgeschwindigkeit. Das nervt schon fast ein bisschen. Da ist der Scorpion, den Jebu fährt, ein bisschen schneller. Und hier, naja, mein Aim ist halt nicht der beste. Aber ich wusste auch nicht genau, ob er jetzt rechts oder links hochlenkt. Und versuche hier noch einen Schuss auf den WZ zu bekommen. Das wird sich jetzt aber gleich erledigt haben, glaube ich. Jebu steht da ein bisschen weiter auf der anderen Seite und kann da, glaube ich, noch was mit reinschellen. Aber ja. Lasst euch auf jeden Fall nicht voll labern von irgendwelchen Leuten, dass ihr in der letzten Ecke campt. Ihr seid Tank Destroyer und vor allen Dingen Tank Destroyer, die nichts aushalten. Also Last Corner Camp ist erstmal vollkommen okay. Gegner möglichst auf Distanz halten, dem immer wieder Schaden geben, sofern ihr könnt. Möglichst lange unspotted bleiben, das ist eure Aufgabe. Also hier mache ich noch einen Blindshot auf den Progetto, weil ich dachte, dass der sich da hinten befindet. Weil man kann ja auch, wenn die Gegner nicht gespottet sind oder zumindest in der Rendering Range drin sind, die ja trotzdem treffen. Und das kriegt man ja sogar mitgeteilt. Jetzt stelle ich fest, dass ich hier keinen Bock mehr drauf habe. Und Jebo hat auch keinen Bock mehr. Aber jetzt sehen wir, okay, da kommt jetzt gerade ein WZ angeschissen. So, gut. Und der will erstmal das Gebäude zerfahren. Das finde ich ganz gut. Jetzt wieder der Durchschlag von der Hellcat ist halt auch nicht die Krönung. Da ist der Scorpion bei Weitem besser. Opa ist am Schießen. So, aber dafür hat sich jetzt hier noch eine Super Hellcat geopfert. Und da machen Jebo und ich jetzt, glaube ich, erstmal ordentlich Action drauf. Und den WZ versuchen wir auch noch mitzunehmen. Ich meine, wenn es uns so schenken, dann rein damit, ja. Gut. Jetzt haben wir da, glaube ich, genug Eindruck geschunden. Ich weiß nicht. Ja, ich mache da nochmal einen Blindshot hin. Einfach sicherheitshalber. Man kann ja immer nochmal nachdenken. Jetzt bin ich direkt wegen diesem Blindshot aufgegangen und muss jetzt halt echt flüchten. Und das meine ich mit Plan B. Also gut, dass ich hier schon in der Bewegung war. Jetzt habe ich sogar mal ein bisschen Gold geschossen auf der Karre hier, weil, achso, wegen dem WZ wahrscheinlich. Aber vergesst dann manchmal auch, das wieder umzustellen. Und jetzt sehe ich, der Standard B hat es da alles vollkommen im Griff. Egal. Jebu fährt jetzt da offensichtlich unten lang. Ich weiß nicht, ob ich die Hellcat nochmal holen will. Auf jeden Fall gebe ich jetzt einen Scheiß drauf. Was soll das da? Es steht eh ganz gut für uns. Und ich brauche ja für meine Missionen, brauche ich ja mindestens 800 Schaden, damit ich nochmal 2 Punkte kriege. Ja, also gewinnen ist ja ganz schön, aber ich will das ja auch nicht ewig machen, ja, diese Aufträge. Von daher fahre ich jetzt einfach in die Stadt und versuche mir noch irgendwo 2 Punkte zu holen. Und das Lustige ist, manchmal hat man mit der Hellcat wirklich auch noch das Überraschungsmoment, weil die Karre kann, wenn sie dann irgendwann mal will, auch an die 70 km/h fahren. Ja? Und das werdet ihr jetzt gleich sehen. Das fand ich ein bisschen lustig, weil hier steht jetzt ein Tier 9er. Komplett gebiased. Das interessiert ihn überhaupt nicht, dass hinter ihm gerade eine Hellcat steht, die ihm alle 6 Sekunden ein bisschen Schaden gibt. Ich meine, wenn er sich rumdrehen würde und mir 2 Schuss geben würde, wäre Ende. Aber nö, gut, er muss den Type 4 Heavy da vorne holen. Alles klar. Kann ich schön Damage farmen. Das gibt auch richtig schön XP. Das geht richtig gut ab. Jetzt stelle ich fest, scheiße, das Ding ist weg. Was wird der nächstes Ziel sein? Ich natürlich. Also abhauen hier. Und dabei fackel ich erstmal schön die KV-3 an. Richtig gut gelaufen. Gefällt mir richtig gut. Ja, richtig nice. So. Jetzt sehe ich, okay, alles klar, wir sind hier jetzt krass in der Unterzahl, aber scheiß drauf, die KV will es wissen. Die hatte noch nicht mal den Turm auf mich eingedreht, also echt Superman hier. Genau, jetzt denke ich mir, okay, Type 61, der hat ja sich vorhin schon so super verhalten,
Nehme ich auch noch mit. Alles kein Problem, da bin ich easy drauf. Und hier sehe ich jetzt die Su 130, die da den AMX abaimt. Und der AMX will sich nicht geben lassen. Aber dafür kommt dann da noch eine Arti rum, der ich auch nochmal eine Schelle geben darf. Echt nett eigentlich insgesamt, was sie hier veranstaltet haben. Gefällt mir auch. Oben fehlen mir noch 987 Damage. Hier versuche ich irgendwie ein Schussfeld zu kriegen, aber ich glaube, das wird nicht. Und jetzt kommt er und ich gebe ihm erstmal eine. Und er drückt mir auch erstmal eine, statt der Su 130 PM. Das ist gar nicht mal so klug. Und jetzt kommt er natürlich frontal auf mich zu. Ich mache jetzt hier noch so einen Verzweiflungsschuss auf seine Ketten. Klappt aber nicht. Und jetzt spiele ich hier Peekaboo um das Gebäude. Ringe, Ringe, Reihe und so. Und Jebo kommt rum, fängt sich die Schelle und ich darf abdrücken und krieg den auch noch. Und ja, mit einmal ist das Match so ein bisschen durcheskaliert. Und jetzt kann ich euch ja kurz hier die Auswertung zeigen. Sekunde, brauche ich meine Maus, genau. Und hier seht ihr jetzt, hier habe ich jetzt eine Halonen-Medaille bekommen dafür, dass ich zwei Gegner, die ein Tier höher waren als ich, zerstört habe. Und das hat natürlich auch nochmal für das Recruiting-Programm nochmal 10 Punkte gebracht. War richtig gute Runde, also war das auch wieder 14 Punkte, die ich hier gemacht habe. An und für sich, vom Damage her, bin ich jetzt hier auch top dabei. Also für ein Tier 9er Battle war das schon ordentlich als Hellcat. Aber halt auch wirklich dem geschuldet, dass der Gegner sich einfach überhaupt nicht gezuckt hat. So. Also oder mich nicht ernst genommen hat. Deswegen, wichtige Regel, also wenn ihr irgendwas rausnehmen könnt, egal welches Tier, ja, dann nehmt das raus, vor allen Dingen als Medium. Also der Type 61 hat da wirklich richtig, richtig, 62, hat er, oder? Ne, 61, genau. Hat da richtig, richtig doof gehandelt. Also unglaublich. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.